Morgen, liebe Autofreunde. Weihnachten ist vorbei und ich habe gedacht, jetzt wird es Zeit für eine spontane Fahrradtour. Mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Ich denke mal, so 40, 50 Kilometer sollten es werden. Ab und zu, wenn was Schönes ist, halte ich mal an und zeige es euch. Bis gleich. So, mal kurz zur Info für euch. Wir sind so um die 0 Grad. Es soll trocken bleiben. Von Stunde zu Stunde soll es 2, 3 Grad wärmer werden. Schauen wir mal. So, ich bin jetzt hier in Mühlhausen auf dem Spielplatz. Wollte ich noch eine kurze Info geben. Also die Gamaschen, die sind echt besser als alles andere, was ich anhabe. Das Einzige, was nicht frisst, sind die Füße. Die Kamera habe ich heute auf Full HD eingestellt mit 60 Frames. Also normalerweise bis jetzt ein bisschen schneller und ein bisschen ansehnlicher sein. Weil ich glaube, diese 4K-Auflösung mit YouTube, da brauche ich ein spezielles Programm. Keine Ahnung. Aber ja. Na, ich bin jetzt bei Kilometer 7,9. Mal schauen, was ich noch so alles entdecke hier. Bis gleich. So, eigentlich wollte ich euch noch den Tierpark zeigen. Aber da so viele Familien und kleine Kinder da rumgestanden sind, da war es nicht so blöd, eine Kamera zu labern. Ich sehe euch jetzt mal eine Erinnerung an die Angelbachtalbahn. Ja, ist doch auch nicht schlecht. So, ihr habt es vorhin gesehen, wir sind jetzt im Wiesloch. Jetzt habe ich gerade im Vorbeifahren eine alte Weintraubenpresse entdeckt. Gleich mal Abstecher macht, im Hintergrund seht ihr das schon. Moment. Cooles Ding, ne? Ein Glas zertrümmern, eigentlich auch logisch. An der Stelle. Auch alles vertreten. Und das sind übrigens diese warmen Gamaschen. Mit 2 mm Neopren. Wie gesagt, die Einzigen, die sind noch gar nicht meiner Größe.
Ja, Leute, Kilometer 32. Jetzt bin ich hier hoch oben irgendwo zwischen Östringen und Odenheim, irgendwo in den Weinreben. Hör aber schon wieder, dass da wieder irgendwelche Leute kommen. Ist ja nicht besonders gut, deswegen fahre ich lieber mal weiter. Der Akku schwächelt bei diesen Temperaturen, deswegen kann sein, dass ich nachher noch mal kurz anhalten muss und Akku wechseln. Aber ich versuche euch so viel wie möglich von der Strecke zu zeigen. Bis gleich. Die Kälte spüre ich nicht. Urlaub habe ich auch, so wie jeder normale Mensch und die Jahreszeit. Und ja, bis gleich.
So, liebe Autofreunde, jetzt haben wir knapp 48 Kilometer auf dem Tacho. Sind jetzt auch schon wieder am Ortseingang Waldangelloch. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Like, Daumen hoch, Abo noch viel besser. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.